herzlich willkommen bei unserem neuen Runde hier im grünen Deck. Gegen Uta. Und wir spielen heute gegen einen Paladin. Ich muss die Wildnis schützen. I need money. Gut, machen wir alle. Die Panther 3-2 sind natürlich sehr stark. Gegen einen Paladin wollen wir immer unser Board schön frei halten, deswegen spielen wir in diese Richtung. Ihr seid das Deck auf der linken Seite. Es ist eigentlich ein Nerfer-Deck, weil es hat recht viele. Ja, es probiert eigentlich nur bis zum Endgame durchzukommen. Oh ja, er spielt gar nichts. Und wir spielen spaßeshalber. Das war's. Unseren Doppelpanther. Das war ein Fehler. Ja. Oh. Melde mich zum Dienst. Oh. Das war ein Fehler. Was spielt denn er? Okay. Kann ich jetzt gerade nicht so ganz durch nachvollziehen. Aber da wir nicht viel haben. Für die Welt nehmen wir Schaden in Angriff und spielen ihn runter auf 26. Der Eisenbogenbeschützer ist natürlich extrem stark, halt eben gerade durch seine 8-8 und dann auch nochmal Spott. Also auf den freue ich mich jetzt gleich, wenn wir den ausspielen können. Für den Kreuzzug! Gut, unsere kleine Fanatikerin. Sollen wir ihn opfern? Ich meine, im Prinzip kann sie sich ja eh aussuchen. Ich gehen auf sie los. Damit ist sie natürlich voll in der Angriffsfläche. Und spielen ihn. Okay, sie will jetzt vorziehen. Gut, noch einmal. Wo soll ich zuschlagen? Dann spielen wir jetzt ihn. Als Tank. Ja, schade. War nichts. Wir haben 6. Deswegen heilen wir unsere Karte. Wir spielen noch einen Golem und gehen auf ihn los. In der nächsten Runde können wir dann erste Welle ging raus. Was er bringen soll, weiß ich nicht ganz. Und er heilt sich mal schön hoch. Absoluter Nonsens. Das soll eine Waffe sein! Ihm 6er. Für die Wildnis. Uns noch ein bisschen ein. Und es liegen 8, 11, 13,
14 Schaden auf dem Board. Und ein ziemlich unüberwindlicher Tank. Der Sieg gehört euch. Gut, gibt auf. Es war jetzt kein schweres Spiel. Also für einen 20er, ja klar, ist ja noch direkt der Start von der neuen Saison und deswegen brauchen wir jetzt noch nicht ganz erwarten. Man hat entweder die extrem schweren Gegner drin, die halt eben schön an einem vorbeiziehen möchten in Richtung Legendary, oder man bekommt halt die einfachen, die nur bis zur 20 gespielt haben. Damit muss man jetzt halt am Anfang rechnen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr noch Tipps habt, was man noch an dem Board verbessern kann, schreibt diese bitte in die Comments. Ja, und wir sehen uns zur nächsten Runde.